Ja, hallo und Glück auf, Rüdiger Abramczyk. Glück auf. Wir haben einen neuen Trainer. Wir haben auch damit schon ein Spiel absolviert. Der FC Schalke 04 verliert aber 2:0 zu Hause gegen Freiburg. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Hast du irgendeine Veränderung bemerkt? Hast du irgendwie was Positives mitnehmen können trotz Niederlage? Ja, das ist sicherlich schwer, wenn man als Trainer anfängt und nur 2, 3 Tage hier ist, da was groß zu verändern. Er hat ja eigentlich im Grunde nur das verändert, dass er eben Torodde nicht spielen gelassen hat und Polter spielen lassen oder spielen ließ. Und ja, den kennt er aus Bochumer Zeiten, da hat er sich ja wahrscheinlich da noch viel, viel mehr von versprochen. Aber wie gesagt, zurzeit funktioniert er nicht so gut, der Junge. Und ja, ich weiß nicht, um was es liegt. Vielleicht am Selbstvertrauen und. Wenn man als Stürmer keine Tore macht, dann verzweifelt man dann irgendwann. Und ja, dann er braucht einfach Unterstützung von den anderen auch. Ja, du hast ja völlig richtig gesagt, in der kurzen Zeit kann man wahrscheinlich nicht so viel machen, aber so ein positiver Effekt, der durch die Mannschaft geht, war eigentlich nicht Ja, zu aber spüren, ne? wenn du natürlich einen neuen Trainer hast und du holst hier gleich einen Punkt, dann ist das ein guter Effekt. Wenn du natürlich 2-0 verlierst, da weißt du selber, dann ist das einfach schlecht. Und ja, man muss jetzt zusammenreißen, man muss schauen, dass man in Bremen eben ein bisschen besser dasteht, so wie wir vielleicht die erste Halbzeit in Hertha. Da war ich also sehr mit zufrieden gewesen, weil wir auch gutes Pressing gespielt haben und. Da waren die Herteraner waren da schon ein bisschen durcheinander gewesen. Und vielleicht sollte man das ein bisschen öfter machen. Ich weiß nicht, ob er es probiert hat hier. Also hier hat er gegen Freiburg hat man das nicht gesehen. Jetzt nächste Gegner, Werder Bremen, hast du es gerade gesagt. Die sind mit uns aufgestiegen. Schalke 1, Bremen 2, da geht man von aus, ey, man ist mindestens auf gleiche Linie. Die stehen aber ziemlich weit oben in der Tabelle, Ja, ne? ich glaube, Was ist der Siebter Unterschied? oder Achter. Und ja, der Unterschied ist einfach, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist. Und noch den einen oder anderen haben sie geholt, der auch 100% reingepasst hat. Und deswegen spielen die eigentlich eine ganz gute Saison. Und das wird auch sicherlich schwer für uns in Bremen was zu holen. Aber, und das sage ich ja immer, aber wenn man Gas gibt und probiert alles, wenn man so spielt wie in der ersten Halbzeit in Hertha, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da was zu holen ist in Bremen. Ja, es sind ja nur noch 3 Spiele. Bremen, Mainz, Bayern. Dann ist mal große Pause. Was verspricht man sich da? Kann man gegen Bayern auch punkten? Sollte man mit dieser Motivation Ja, reingehen? also man darf kein Spiel aufgeben. Ist egal, ob das Bayern ist oder Mainz ist oder auch jetzt Bremen. Dafür spielen wir Fußball und wir spielen in der Bundesliga. Klar geht das auf einmal ganz schnell. Stell dir mal vor, wir würden jetzt alle 3 Spiele gewinnen. Da spricht doch kein Mensch mehr über eine Krise von Schalke. Die sprechen ja nur über eine Krise, wenn wir alle 3 verlieren würden. Dann kommt das Thema wieder, wir brauchen neue Spieler, wir brauchen Geld und, und. Und das ist ganz klar. Also wenn du jetzt in Bremen einen Punkt holst, was ich der Mannschaft auch zutraue, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Personell muss man was machen, definitiv. Jetzt übernimmt das erstmal Peter Knebel. Blick mal nochmal zurück. Was sagst du denn zu diesem Entschluss von Rubben Schröder, Schalke zu verlassen? Ja, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, also ich habe gehört, er wäre krank gewesen, habe ich also dann auch Verständnis für, wenn er krank ist, dann soll man dann eben den Job nicht machen, weil er doch sehr anstrengend ist. Aber wenn er, sag ich mal, jetzt einfach nur gegangen ist, dann das finde ich natürlich nicht so gut, muss ich sagen, weil wenn man in einem Verein arbeitet, dann arbeite ich bis zum Schluss, ob ich damit untergehe oder nicht. Aber ich werde auf keinen Fall irgendwo in den Sack hauen, auf Deutsch gesagt, wenn es nicht läuft. Und gut, wie gesagt, wenn er krank ist, verstehe ich das. Aber sonst verstehe ich es nicht. Dafür bin ich Manager, dafür habe ich den Job oder ich mache den Job als Manager. Und dann möchte ich den auch bis zum Ende der Saison ausführen. Und danach kann ich immer nur sagen, ich gehe woanders hin oder ich höre auf. Traust du Peter Knebel zu, im Winter gute Transfers zu machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht fragt der Peter den einen oder anderen mal bei uns, aus unseren Reihen irgendwo. Wir haben ja auch ein paar Nationalspieler dabei. Und vielleicht fragt er die einfach mal. Oder er soll sich mal was einfallen lassen. Wir wollen uns hier nicht immer anbieten wie Sauerbier, sondern die können ja auf uns mal zukommen. Wir haben immer gesagt, wir sprechen selbstverständlich
Wenn sie uns gebrauchen, also wenn sie uns brauchen, dann sprechen wir mit denen. Und wenn eben nicht, dann sollen sie es alleine machen. Was wäre jetzt der optimale Tipp, den du jetzt geben könntest vor den nächsten drei Spielen? Ja, also wie gesagt, also ich habe ja immer gesagt, wenn du nicht kämpfst und unsere Mannschaft ist rein spielerisch natürlich nicht in der Lage, Mannschaften, ja, sag ich mal, im rein spielerischen zu packen, also müssen wir Ärmel hoch, Mann gegen Mann spielen im Mittelfeld, dann sieht man, wer sich durchbeißt und hört sich vielleicht blöde an, aber man spielt dann einfach mal einen alten Fußball, wie man eben gewohnt ist und manche mögen das sowieso nicht, wenn man ganz nah an einem dran ist, dann erschrecken die sich und dann lassen sie auf einmal nach. Wir schrecken auch nicht davor zurück, dass wir nach jedem Talk sagen, beim nächsten Spiel haben wir ein paar Punkte, oder? Nein, auf jeden Fall, wir müssen ja dran glauben, wir sind ja Schalker und wir müssen dran glauben und ich glaube auch immer noch dran, dass wir nicht absteigen, aber es wird langsam Zeit, dass wir mal punkten und wenn wir nur einen Punkt holen. Danke dir. Glück auf.